Wegen dem Hund, ne? Ich möchte jetzt mit dem Kumpel reden. Weil wir haben ja die Emmy getroffen. Die uns ja jetzt eigentlich böse gesinnt ist, blöderweise. Muss ja da wo sein, oder? Hey, Kumpel. Ja. Oh, hey! Hey! I thought you might be Emmy. It's nice to see you. Ich kann nichts machen. Das ist sehr schade. Na gut. Dann. Das sind nur welche, die uns da angreifen wollen. Speichern. Na! Jetzt mir doch die kommen da vorbei. Aber anscheinend nicht. Ich brauche dringend mehr Aktionspunkte, hey, ohne Witz. Wie die alle zittern! Mann, ihr seid solche Feiglinge! Shit. Mit ihr wollt ihr eigentlich reden. Ja. Da wische sie, wo ist denn sie? Nee, ist zu weit entfernt. Na, jetzt habe ich daneben geschossen. Ja. Gut gemacht, gut gemacht. Komm runter. Ich warte, bis die aber kommt. Wie sie sauber gefahren ist. So gut. Nee, es ist zu weit weg. Okay, die hält relativ viel aus, ne?
Aber wieder wischst von da, oder? Tentakel? Geht sie nicht aus. Brenne! Aber jetzt. Nice, Mann. Hoho. Ja, eigentlich war das jetzt... Oh. Magisterschlüssel. Ich glaube, so einen habe ich eh schon abgetrennt. Der Kopf. Also eigentlich wären da jetzt alle frei, ne? Die könnten jetzt einfach alle rausspazieren. You're kinda getting too big for your boots, you know? Bloody cavies. Ought to keep out of our air if you don't wanna pay for the pleasure. Sagen, du seist froh, dass wegen der Sache kein Blut vergossen wurde? In Fragen, was sie mit Höhlenbewohnern meint. Your kind. And the dwarves and elves besides. Those of you that see the old realm eaten up by the void rope before you change away. Du bist der kleine Scheiße. Your kind are getting too big for your boots. Ich nehm das andere jetzt, ne? This time, mate. I've got my eye on you. Say what you will about the Divine Order. Say what you will about the Bishop and the Hammer. They're the only ones looking on. Na gut. Ich schau jetzt nochmal geschwind. Ich kann keine Magister mehr finden, weil die alle tot sind, Mann. Ich war vielleicht echt nicht so gut, was ich da gemacht habe. Aber es hat sich einfach so ergeben. Okay. Ich gehe jetzt da nochmal rein. Ich gehe jetzt durch den Ohr, durch das Rohr im Sumpf da. Oh, jetzt vielleicht den Schlüssel für die Tür? Nee. Nee, da geh ich nicht rein. Mich hat die Emmy nämlich wirklich nicht umbringen. Ja, da geht's zum Schiff. Da geht's weiter. So, wir schauen durch das Rohr und hoffen, dass das kleine Mädchen, die Trice, glaube ich, heißt, dass sie mit uns mitgeht. Also, ich meine, das Gitter ist zu schwer. Ich rede jetzt nochmal kurz mit ihr. You again, lady. A bad man found, please help me. Komm mit, Kind. Komm mit. Stinkend. Nice. Was heißt das? Charakter stinkt. Drei Runden lang. Wo ist jetzt das Mädchen? Schau jetzt kurz auf die Karte. Jetzt sind wir da. Mergelmoor sind wir jetzt. Hm?
Wo wir im Grunde hin müssen. Ich hatte kurz die Markierung. Kommen wir hier wieder weg da? Ja. Da ist schon wieder eine Kiste. Es gibt relativ viele Wege, ne, was man gehen kann. Da oben ist die Leiter, wo man vom Hafen, glaube ich, war das, oder? Nee. Weiß nicht mehr, wo das war. Jedenfalls vom Schloss aus herunterkommt. Da die Muschel mag ich noch mitnehmen. Ja gut, ich meine, es gibt ja jetzt den Weg da. Und dann noch den einen Weg, wo wir gegen die Dings gekämpft haben, gegen die Windigo. Da waren ja die ganzen Untoten, haben wir ja da gesehen. Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben ja eine Quest, was heißt, wir müssen ins Mergelmoor. Achso, wir können aber auch mit dem Boot noch fahren, ne? Mit dem Hahn. Das wäre auch ganz cool, wenn wir das mal ausprobieren, wo wir da dann rauskommen. Und da können wir jetzt mal schauen, ob wir das Mädchen da jetzt auch gerettet haben, ob das jetzt noch immer da ist. Jetzt ist raus. Ist jetzt nur da? Die Sicherheit in dem einen sicheren Lager da. Okay, gut, dann machen wir jetzt so das geschwind. Mit dem Hahn. Ich schätze mal, da können wir dann vielleicht beim Hafen oder so irgendwo raus mal schauen. Wir sind gleich da, Leute, keine Sorge. Wo ist er? Ist er jetzt schon ohne uns losgefahren? Han? Ernsthaft? Warum reist er einfach ohne uns ab? Doch gesagt, er soll auf uns warten. Schade. Oh Gott, dann war das jetzt voll umsonst schon wieder, ne? Na gut, dann gehen wir halt doch da raus. Schau jetzt mal die Flucht. Wir haben erfahren, dass im Mergelmoor jenseits der Freudenfeste einen Ort gibt, in dem wir Magister sicher sind. Okay, Mergelmoor. Da sind wir jetzt eh drinnen. Oder? Das ist doch das Mergelmoor. Ich gehe jetzt einmal zu der Wegmarke da hin. Speichern, denn da vorne sind schon Gegner. Even more corpses here. Good riddance. Nicht Gegner, ich meine Leichen. War das jetzt ein Brief? Befehle von Dallas.
Haben wir das nicht schon gelesen? Nee, ist was anderes. Vom Schreibtisch der Hohen Herrin Dallis, bla bla bla. Keine Ausreden mehr. Wie kommt es, dass ihr diese Revolte noch nicht niedergeschlagen habt? Ihr solltet diesen Abschaum, diese Sucher, in eurem eigenen Interesse finden und unschädlich machen, wenn ihr nicht Atussas Schicksal teilen wollt. Die Waffen des Quellenkönigs nutzen uns nichts, wenn die Sucher sie zuerst finden. Zum Glück sind einige von euch weiterhin nützlich. Ames hat von Bewegung der Sucher nach Süden und Osten von der Brücke aus berichtet, welche von der Freudenfeste wegführt. Spießt die Sucher auf, zerschlagt sie oder verbrennt sie. Das ist mir eins, aber lasst sie verschwinden. Bei einem toten Magister haben wir Befehle gefunden. Darin hieß es, dass sich eine Gruppe von als Sucher bekannten Dissidenten irgendwo im Südosten der Insel versteckt. Wir sollten versuchen, diese Gruppe zu finden. Südosten. Nie ohne Seife waschen. Südosten, da unten. Versteck. Okay. Warte mal, da oben ist der Wegschrein. Yes, Wegpunkt entdeckt. Nimm alles mit. Gold natürlich, ja, Gold natürlich auf jeden Fall. Schön. Ah ja, und da ist die. Hoppala. Da ist die Brücke, was wir runtergelassen haben. Also es führt eigentlich alle Wege ins Mergelmoor. Das ist jetzt sehr gut zu wissen. Weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwas übersiege oder so. Oh, Zaleska. Das ist doch der Typ, den der Ifan treffen hätte sollen. Irgendein Händler. The hooded man exudes a restrained menace that near matches your own. As he raises his head, the hood falls back, revealing the gleaming bone visage of an undead. Be not frightened of me, delicate fleshed one. There's far worse than my bite in this quagmire. Perhaps I can even offer some aid, if you've the coin. Do you desire trinkets from the ancients? For the smallest of costs, I'll tell you. Barely a trifle. Die Objekte, die er erwähnt hat, klingen interessant. Ihn fragen, was er zu verkaufen hat. Den dreisten Untoten fragen, wer er ist. Umsehen. Wovor muss man sich hier fürchten? In das dritte. You look like a one to know already. The source in you. I can smell it. I can feel it pulsing with every beat of your fragile heart. There's ones like you close by. The Seekers. I came here with them. But Magisters sank their ship. Ihn nach den Suchern fragen. Wer sind sie? Sorcerers, like yourself. Seek them out and you might find what it is that they seek. Fragen, wo sie zu finden sind. The ones that live still? Cowering in some shrine in the depths of the swamp, twiddling their bleeding thumbs. If you're lucky, maybe you'll find them before something else finds you. Okay. Ihn fragen, wie er die Insel verlassen will. He spits something dark and viscous onto the earth. Ugh. You notice the little horror wriggling deep into the soil. Wer was? If the little seekers manage to steal the Magister's ship, the Lady Vengeance, maybe I'll find a way on board. Worry not about me. I have my methods. Worry for your own self. Aha, die wollen ja so butschern. Fragen, was mit Ahnen gemeint ist. Why, the undead, of course. We rise. We rise. There is a stirring. Have you not felt the whisper of the grave upon the winds? The covenant will be fulfilled. Glashel demischt vmashtim. Vmashtim. In perplex anstarren. Wovon in aller Welt redet er? Zaliskar chuckles unpleasantly. Not for you to know now. Okay. Worry not, short-lived one. Your fears are as useful as those of an ant astride a leaf perched atop a tidal wave. Untoten fragen, wer er ist. With a horrific rasp of bone scraping against bone, he bows low before you. Call me Zaliskar.
Saliskar. Nought else concerning me is yours to ask. My business is my own, and none of it yours. I only stock the best baubles, the choicest curios. Precious wares are they. Zeichen des Widerstands. Okay, es hat ja Kassen, er hat irgendeine coole Waffe. Um den Alexander umzubringen. Oh. Das ist eigentlich echt ganz cool. Ausrüstung. Ausgerüstet, da verkaufe ich das da gleich. Schauen wir mal, hat er noch irgendwas Cooles? Das ist ein Stab. Oh, Zweihandaxt, nice. Das Schüdel vielleicht. Ja. Ja, weiß ich nicht. Oh, das ist natürlich super gut. Gleich mal ausrüsten, ha? Huh? Mei, der schaut so. Na, ja, obwohl. Schaut gar nicht so scheiße aus. Den lass ich. Ich glaube, ich werde da jetzt kurz einen Cut setzen. Und werde da geschwind ein paar Sachen verkaufen und kaufen, weil das ist echt uninteressant. Und dann sagen wir uns jetzt gleich wieder, ne? So, ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft. Das war jetzt nicht so viel, so viel habe ich mir leider nicht leisten können. Aber, naja, egal. Wir schauen einfach mal weiter. Oh, ich kann das Schild lesen. A bloodstained sign reads The Hollow Marshes in knife-scratched cursive. Merkelmoor, schön. So. Oh, das schaut doch noch Schatz aus oder so, oder? Ist nicht irgendwo was vergraben? Oh, also ist der rote Prinz. Und auch da steht wer. Echt, da ist sonst nix. Schade. Okay, da unten. Warte mal, da unten müsste dann doch der Untote kommen, oder? Bin ich da richtig? Da. Soll ich da mal hingehen? Schau mal, die sind aber gelb. Das heißt, die sind nicht böse. We leave corpses to warn you away, but still you intrude on our rest. Was I ever so stupid when I wore flesh? No matter, our master was clear. None shall pass. Meister, fragen, von wem sie redet. Oh, sweet thing. If you think I'll spill the tale just because you asked pretty, you'll be disappointed in this life and the next. She reaches for her weapon. Nee, hey, ganz ruhig. Halt! Ich sage, dass du wichtige Informationen hast, die ihren Meister bestimmt interessieren. Was, welche Informationen? Ich habe keine Ahnung. Sagen, dass sie diesem Meister nicht als Sklaven dienen müssen. Du kannst einen Weg finden, sie für immer zu befreien. Nimm das Erste. Is that so? Well, why don't you give it over? Might be your walk out of the swamp after all. Informationen streng vertraulich sind. Persönliches Sagen. Ich sage, dass die Magister den Quellenmagiern in der Freudenfeste Schreckliches angetan haben. Hm. Götter, verdammt. Die Waffe ziehen und angreifen. Das Gespräch ist ohnehin langweilig. Ich nehme das Zweite. The skeleton's jaw clicks. Children playing with toys. Bracchus used those weapons 1,000 years ago and did not understand their power. These red brats are no different. But our master does not care for the Magister lambs. It's you, Godwoken, that are the wolves, and it's time to put you down. Nee, bitte. Ah. Mit mich doch die kann ohne Kampf von einer vorbei, aber gut. Wenn ihr nicht wollt,
Oh, wir dürfen jetzt so einen Heiltrank. Hä, was haben wir denn da jetzt? Erziele 10% mehr Schaden für jeden Charakter oder jedes Totem in der Nähe. Quellenmagie. So. Die Tentakel sind so geil. Die sind so stark. Die zahlen mir so gut. Geil. Okay. Easy, easy. Ich geh auf die da oben. Kann ich sie da runterporten? Das wäre ganz nice. Ins Feuer rein. Haha. Oh. Nice, die ist tot. Ja, das ist jetzt die Wasserfläche, die Eisfläche. Ich schaue lieber, dass ich außen umgehe. Kein Bock, dass ich da ausrutsche und dann für 2 oder 3 Runden am Boden liege. Es sind Untote. Keine Giftattacken. Das wäre jetzt echt blöd. So ist riskieren, dass ich da jetzt hingehe, ohne auszurutschen. Ich mach's. Boah. Und nochmal. Sehr gut. Cool. Schön looten. Ich kann da hoch. Ich gehe mal hoch. Vielleicht entdeckt man da irgendwas. Aber ich glaube, das ist einfach nur so eine Plattform, ne? Jo. Nee, leider kann es ja rundbleiben. Also ich kann. Okay, jetzt passt auf. Da oben ist ein grüner. Schaut mal. Tallinn. Mein Gott, dann gehen wir einfach mal. So, was? Und da ist jetzt, glaube ich, Eddie. Oh. Was? Achso, und da waren wir ja schon. Okay. Okay, ich kenne mich aus. Ich weiß, wo wir sind. Glaube ich. So, wer ist dran? Diese Mantis. Okay, nice. Abgekommen. Jetzt aber! Hui! Oh. Hört auf, solange ihr noch könnt, was? Ihr habt so angefangen, ich darf ja nicht gegen euch kämpfen. Was ist denn nur wo wir? Das sind nur die 2. Wie komme ich denn? Ah, das ist eine Leiter.
Ja, geh einfach mal daher. Hol mal Schüdel da auf. Wow, nice. Verzeihung! Achso, ah, diese Mantis ist ja dran, okay. Ja, na. Das lasse ich. So, und geht die los einmal da her. Der Wisch ist ungültiges Ziel, warum? Achso, weil es verstärkt ist, kann ich es nicht teleportieren. Schade. Wo ist denn da noch wer? Ganz ehrlich, ich seh da keinen. Ich warte jetzt einfach ab. Achso, ich gehe vielleicht da mal raus. Irgendein Bug oder so? Ich versuche zu fliehen einfach. Feinde sind zu nahe. Und durch halt looten ist mir egal. Nice Gürtel. Keine Ahnung, wo der ist. Den Magister looten. Eingeweide nehme ich auch mit. Show yourself, Mann! Ich hab doch eine Blitzwaffe ausgerüstet, oder nicht? Warum? Okay, das ist echt dumm gerade. Warum wird das Wasser nicht da elektrisch? Warum ist da das Quelle? Da ist so Rauch. Ich weiß gerade nicht, was ich da soll. Bin ich jetzt geflüchtet? Ja.
Alter Mann, was willst du? Kann ich wieder herporten? Okay, geh da jetzt hoch. Vor allem, ich sieg ihn heute auch nicht, ne? Wo bist du, Mann? Also, ich glaube, dass es einfach ein Bug ist, oder? Er ist da drüben? Weil er wird uns ja nicht anzeigt. Boah, na, auf diese habe ich gerade echt keinen Bock. Ja, jetzt kann ich nichts mehr da. Achso, jetzt. Was tut man da, wenn das so ist? Nein, ich werde jetzt. Ist mir voll. Ah, da habe ich erst letzter gespeichert. Ich werde jetzt eher eine Folgenpause machen. Das war jetzt irgendein blöder Bug oder so. Keine Ahnung, richtig nervig. Ah, oh, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode von Divinity Original Sin 2. Bis dahin. Ciao.